Duisburg-Hamborn heute früh um 6:30. Zivile Fahnder des Duisburger Staatsschutzes machen sich auf den Weg. Wohin, verraten sie nicht. Nach WDR-Informationen wollen sie nach Dienstlaken. Dort soll jemand wohnen, der Hassmails verbreitet hat. Zugleich schlagen Ermittler bundesweit zu, auch in anderen NRW-Städten. Mit der Aktion, die heute durchgeführt wurde, soll sicherlich auch ein Signal gesetzt werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Im Internet gelten im Meinungsaustausch untereinander die gleichen Regeln, wie sie auch offline gelten. Bei solchen Posts wird die Zentralstelle Cybercrime bei der Staatsanwaltschaft Köln aktiv. Sieg den Deutschen, Dreckspack raus. Wo ist unser geliebter Adolf, der hier sauber machen würde? Meist geht es um Volksverhetzung oder die Verbreitung verfassungswidriger Kennzeichen. Diese Beispiele stammen aus abgeschlossenen Verfahren. Die Absender wurden zu hohen Geldstrafen verurteilt. Auch heute werden die Ermittler landesweit fündig. Sie stellen Computer, Laptops und Handys sicher. Diese Durchsuchungsmaßnahmen waren nach einem ersten Fazit erfolgreich. Und wir gehen davon aus, dass wir den Verfahren nun Fortgang gewähren können und dass diese Durchsuchung weitere Beweismittel erbracht haben. Jetzt werden die Geräte ausgewertet. Je nach Schwere der Vorwürfe drohen den Absendern von Hassmails sogar Haftstrafen.